Sven Martinek, Wiedersehen mit Sohn nach 2 Jahren. Sven Martinek, 59, erklärte in der beliebten ARD-Sendung Riva Boat, dass er seinen Sohn Philipp Elias Martinek, 17, 2 Jahre lang nicht sehen konnte. Wie das kommt. Der Junge wanderte mit seiner Mutter Xenia Seeberg, 55, aus und lebt nun in Thailand. Durch die große Distanz gestalten sich regelmäßige Treffen natürlich als schwierig. In der Talkshow sprach der Schauspieler nun über die Beziehung zu seinem Kind und wie sie sich bei einem Thailand-Besuch von Sven erstmal aneinander gewöhnen mussten. Martinek und Seeberg waren von 2003 bis 2011 verheiratet. Xenia Seeberg und Philipp Elias Martinek kehrten Deutschland im Dezember 2020 den Rücken und suchten sich im südostasiatischen Urlaubsparadies eine neue Heimat. Die Corona-Zeit machte es Vater und Sohn zusätzlich schwierig, einander aufzusehen. Ich bin während der Pandemie hingeflogen, weil ich ihn sehen wollte. Da hatte ich aber effektiv nur 2 Wochen davon. Weil man 2 Wochen im Quarantänehotel verbringen musste, erzählte der siebenfache Vater Sven Martinek. Nun sei er gerade von einem längeren Aufenthalt in Thailand zurückgekehrt und hat schöne Erinnerungen im Gepäck. Verständlich, dass man sich nach einer so langen Zeit des Nichtsehens erstmal wieder aneinander gewöhnen muss. Wie tickt man? Wie sieht der Alltag aus? Sven Martinek hat sich und seinem Sohn offenbar die Zeit gegeben, die es nun mal gebraucht hat, um sich wieder nahe zu kommen und um die Beziehung zueinander zu pflegen. Es war erstmal Annäherung, es braucht auch die 4 Wochen, weil er seinen Rhythmus, sein Leben dort hat. Es war erstmal ein langsamer Prozess der Annäherung, aber es war toll. Anführungszeichen. Verwendete Quellen: Riva Boat, Goldene Kamera de, Art Mediathek de.